So, da sind wir wieder. Das ist ja letztes Mal zum Ende hin nicht so gut gegangen, beziehungsweise das mit der Erkenntnis und so. Ja? So, da brauchen wir am Anfang irgendwie ein bisschen. Gut, dann dachte ich mir, ich mache nochmal eine Aufnahme und ziehe das mal durch. Also nicht das ganze Spiel wahrscheinlich. Außer das Spiel ist plötzlich in einer Stunde vorbei oder so. Wie geht's uns denn so? Ostwind geht's nicht so. Wir müssen den erstmal ein bisschen aufladen, indem wir ihn schön rubbeln mit der Bürste. Ich hatte tatsächlich gar keinen Ohrwurm letztes Mal, als ich hier aufgehört habe. Striegeln, also wir sollen ihn ein bisschen bürsten. Ist ja nicht so, dass ich das jedes Mal irgendwie mache, nachdem ich geritten bin. Aber gut. Der kleine Dreckspatz, der Maulwurf, der hat sich schon wieder gewälzt. Ach ja. Es ist wirklich nicht das spannendste Spiel. Ja. Nimm lieber die weiche Bürste für Ostwinds Nein, ich mache das so, wie empfindliche ich das Stellen. will. Ich will da oben den Dreck wegmachen. So. Wie gesagt, wäre natürlich spannender, wenn ich jetzt GTA spielen würde oder sowas. Dein Fell glänzt wieder wie neu, Ostwind. Sieht aber noch kacke aus hier. Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. So, jetzt, Oh nein, ich habe ja, das Richtige da war ja was gefunden. mit dem komischen Es steckt Buch. in einer Satteltasche und das Pferd ist durchgegangen. Ja, das ist das böse Pferd, was das Buch geklaut hat. Weil das Pferd, das ist Ostwinds böser Zwillingsbruder. Und der will nicht, dass wir herausfinden, welches Brandzeichen Ostwind hat. Weil, weiß ich nicht, vielleicht ist Ostwind dann irgendwie eine Milliarde wert oder so. Und Schneller, Ostwind! der böse Zwillingsbruder, der da jetzt läuft. Oh Gott. Ich drücke, es war so klar, dass ich da die falsche Taste drücke. Super, Ostwind, fast geschafft. Nein, das war so gut. Ich krieg den schon noch. Ein blöd Kackgaul da vor mir. Ja. Jetzt können wir endlich das Haha. Zeichen identifizieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, leg los. Also, das ist das richtige Buch. Warum suchst du nicht nach dem Symbol, Mika? Ich kann das Symbol einfach nicht finden. Du suchst ja auch nur in Deutschland. Was, wenn Ostwind aus einem anderen Land stammt? Glauben Sie wirklich? Er ist Franzose. Französin, Franzose, Franzose. Österreich? Nichts Schweiz? Nichts Italien? Fehlanzeige, Spanien, da! Sehr gut. Und welches Gestüt ist es nun? Er ist ein Spanier, ein feuriger Spanier. Silberdistel von Oda. Brandzeichen des gleichnamigen Gestüts aus Cadiz in Andalusien. Ostwind stammt also aus Andalusien? Ist ja Die nicht so, dass man, Bedeutung die des Pferderasse ansehen kann. Brandzeichens ist also entschlüsselt. Es ist die Silberdistel von Ura. Das Brandzeichen eines gleichnamigen Gestüts aus Andalusien. Ostwind stammt also ursprünglich aus Spanien. Mika schießen viele Fragen durch den Kopf. Hat Ostwind Familie in Spanien? Vermisst er seine Heimat? Er ist eine Weise. Und was kann Mika tun? Fest steht, dass sie versuchen wird, mehr über Ostwinds Herkunft herauszufinden. Aber das ist eine andere Geschichte, die an anderer Stelle erzählt wird. Für jetzt genießt Mika zusammen mit Ostwind die Freiheit des Reitens. Was? Das war's? Das war's schon? Ich hätte das vorher nicht zu laut sagen sollen, mit dem, von wegen, dass ich das jetzt durchspiele. Was zur Umfrage?
Huch! Okay. Ich mach mal eben schnell die Umfrage. Wahrscheinlich seht ihr jetzt... Ja, ihr seht wahrscheinlich das jetzt hier. Es geht sofort weiter, Leute. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ihr... Ja, okay, ihr guckt euch das mal eben an. Ich mach mal ganz fix die Umfrage. Ich lese mal eben hier vor. Welcher Bereich des Spiels hat dir am besten gefallen? Das freie Reiten mit Ostwind, die Reitaufgaben, das Fliegen von Ostwind, die Dialoge... Ja, besonders die Dialoge, sonstiges. Auf jeden Fall das freie Reiten. Wo man dann... Ne? Nicht unbedingt durch irgendwelche Kreise reiten muss. Welcher Bereich des Spiels hat dir am wenigsten gefallen? Die Dialoge, das Fliegen von Ostwind, die Dialoge... die Reitaufgaben... Eigentlich ja das Pflegen, muss man ja sagen. Ist zwar süß und macht Spaß, aber wenn das die ganze Zeit, dann ist halt echt zu viel. Bist du mit der Steuerung zurechtgekommen? Bin super zurechtgekommen. Anfangs ungewohnt, aber dann kein Problem. Ja, anfangs echt ungewohnt, weil normalerweise mit Faltasten und so. Wie hat dir die Umgebung von Gut Kaltenbach gefallen? Super, gut, geht so gar nicht. Eigentlich super, ich finde es ganz schön da. Wie hat dir das Pferd Ostwind gefallen? Super, genau wie im Film, gut. Also ich nehme mal gut, weil da ist nur Luft nach oben. Welcher Charakter hat dir am besten gefallen? Mika, Herr Kahn, Sam, Maria Kaltenbach, Tinker, Frau Holle. Frau Holle, auf jeden Fall. Frau Holle ist am besten. Die anderen sind alle kacke. Wovon hättest du gerne mehr gehabt? Mehr Fachwahl möglich. Mehr Reitaufgaben, mehr Pflegeaufgaben, mehr Dinge zum Erledigen beim freien Reiten, mehr Geschichte erleben, mehr Charaktere aus den Filmen und Büchern. Auf jeden Fall mehr Charaktere, so wie Fanny zum Beispiel, die beste Freundin, dass die da nochmal auftaucht. Oder ne, andere Pferde reiten, auf jeden Fall andere Pferde reiten. Das wäre ganz gut. Kaltenbach verwalten. Nee. Mehr Geschichte erleben. Ja. Was würdest du verbessern? Meine Antwort. Jetzt würde ich verbessern. Nicht nach jedem Reiten Ostwind pflegen müssen. Würdest du gerne einen zweiten Teil spielen? Ja, auf jeden Fall, weil das war doch jetzt kürzer, als ich dachte. Senden. Ostwind-Umfrage. Vielen Dank, deine Antworten werden bearbeitet. Okay, ich spiele dann jetzt mal weiter. Okay. Also, was passiert denn, wenn wir jetzt hier auf weitergehen? Vielen Dank fürs Spielen. Ostwind. Das Spiel. Total einfallsreicher Titel. Ja, die Bücher heißen Ostwind, das Pferd heißt Ostwind. Wie nennen wir denn das Spiel? Ostwind, das Spiel. Ja, zurück. So, wir haben ja hier noch ein paar Sachen, ne? Wir haben... Also, das haben wir hier alles erledigt, ne? Das können wir natürlich theoretisch nochmal machen. Koppel können wir, Trainingsgelände. Was ist denn da nochmal? Ich weiß jetzt gerade nicht, was da kommt. Weil wir dann einfach random was aussuchen können. Ah, okay. Auf das dem ist cool. Gelände können wir ganz ohne Zeitdruck unsere Sprünge trainieren. Okay, das finde ich sehr cool, dass man hier noch dann einfach random was machen kann. Also Ostwind. Das hat gezählt, also das passt schon, das war noch der Sprung. Nein. Wow. Und dafür kriegen wir nichts? Kann ich den nicht... Ich kann den nicht weiter aufleveln? Ist der schon ein bisschen... Will ausreiten. Ich reite... Warte mal. Ja, nee. Ich putze den jetzt nicht noch. Ja, jetzt, was mache ich denn jetzt mit dem Let's Play hier? Ich meine, gut, ich wollte das auch hier fertig kriegen, damit ich ein anderes Let's Play anfangen kann. Aber das heißt nicht, dass ich wollte, dass das Spiel mal eben jetzt in 5 Minuten vorbei ist. Ja, ich weiß. Beim Ausreiten können wir die Umgebung ja. So, warte mal, wir gucken mal auf der Karte, ne? Wir waren ja noch nicht überall. Wir waren zum Beispiel nicht auf dem Flugplatz. Ich weiß nicht, Ruinen und sowas, Hügel, da waren wir, glaube ich, auch alles noch nicht. See waren wir schon, Rodung waren wir schon, Weide waren wir auf jeden Fall. Ich finde es immer noch blöd, dass man sich keinen Wegpunkt setzen kann. Okay, also wir müssen nach links. Nein, das wollte ich nicht.
Ich hoffe, man kann jetzt wenigstens noch beim Ausreiten irgendwie was entdecken oder so. Also. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier. Ach ja. Also ich weiß, dass man ja die noch ein paar Blumen entdecken kann und so. Jaha. Yeah. Komm schon. Schubi, schub, schub. Da zum Beispiel. 2 Adlerfarne gesammelt. Zur orangenen Markierung, Ostwind. So schnell wir können. Wo? Okay. Ich habe einen Feldlauf gestartet. Okay. Cool. Ist das Spiel ja doch noch nicht einfach random vorbei. Boah, ich kann auch noch Schnitzereien finden. Also, das ist ja natürlich fürs Let's Play jetzt nicht mehr so spannend, ne? Ja. Ostwind. Weil Ziegengeräusch machen. Und ich reite durchs Schild. So, das ist der See. Vielleicht machen wir mal um den See. Ostwind, was schnurst du denn so? Bist du glücklich? Das hat keiner gesehen. Wir hätten die Bänke dahingestellt. Naja, auf jeden Fall, suchen wir jetzt mal hier den Flugplatz. Halt! Halt! In den Stein! Ostwind, in den Stein! Rückwärtsgang. Also es sind echt eine Menge Schnitzereien. Werde ich wahrscheinlich privat dann einfach so lange spielen, bis ich alle gefunden habe. Einfach nur, damit ich es geschafft habe. So, ich gucke mir auf die Karte. Okay, hier links rum. Jetzt bin ich hier mal gespannt, wo hier ein Flugplatz. Was ist das da hinten? Das ist ein Flugplatz? Bitte sag mir, dass ich auf den Flugplatz kann. Okay, hier stehen schon mal Tower. Oh, ich will auf die Bahn hier. Oh, schade. Doch! Haha! Nein. Der Zaun ist einfach nur unsichtbar geworden. Was mache ich da? Okay. Kann ich aber hin. Ich kann, guck mal, ich kann ihn einfach. Ich reite einfach in den Stromdings rein, in den Strommast. Okay. Kann ich da drunter durch? Jo. Easy. Ach Mann! Ich will aber auf das Fluggelände drauf. Wahrscheinlich lassen die einen nicht darauf, dass man nicht aus Versehen von einem Flieger überfahren wird. Wenn man stehen ausfällt. Wenn jetzt hier so ein Flugzeug fliegen würde, wäre sehr cool. Haben wir nicht. Ich glaube, ich meine, in irgendeinem Teil haben wir auch ein Flugzeug gesehen. Also in irgendeinem Teil meines Let's Plays. Wäre ganz cool, wenn das hier landen würde, wenn man das dann mal sehen könnte. Ich guck mal auf die Karte. Wir können jetzt. Ich reite einfach mal weiter hier oben rum und dann gucken wir uns noch die Hügel an und dann gucken wir uns noch. Wie gesagt, halt die Ecken der Karte an, wo wir noch nicht waren. Und dann, ja, hoffe ich mal, dass die Folge nicht mega kurz wird. Ist schon ganz hübsch hier, ne? Wie weit kann ich denn hier so aus der Karte raus? Hier ist gruselige Musik. Ah, da sehe ich ja den Rand der Karte. Also, wenn eine Schnitzerei hier so random mitten im Feld wäre, wäre ich gemein.
Ostwind, komm! Hör doch so zicken. Gib Gas. Was ist das? Ist das ein Traktor? Da glitzert was. Ich hab's genau gesehen. Juhu! Klub. Jungs, was macht ihr denn hier? Da sind wir im Wald. Da unterbreche ich den Herrn einfach. Lauf! Lauf! Sonst reite ich durch dich durch. Waren wir hier schon mal bei irgendeiner Aufgabe oder so? Oh, was ist das? Nein! Gib mir doch nicht. Und? Flup. Ja klar, über den niedrigen Zaun kannst du nicht springen, aber über einen Traktor, ne? Okay. Ich reite einfach mal den Weg hier lang. Gucken wir uns noch ein bisschen die Karte an. Wie gesagt. Dramatische Musik. Matrix-Zeitloop-Modus fährt. Wenn man Ostwind gar nicht volleveln kann, dann verstehe ich nicht recht, ne? Finde ich schon ein bisschen blöd. Wäre irgendwie logischer, wenn man... Okay, hier links auf jeden Fall. Naja, also ein bisschen mehr als ein Hügel, ne? Also eher so ein Berg. Ich meine, hier waren wir schon mal. Was haben wir da? Jakobskraut. Ach ja. Nicht. Na, Frau Holle, bist du hier irgendwo? Ist das ein Trick, dass man, wenn man in die Karte geht, dass da wieder... Ja, nee. Ich dachte, da wird die Ausdauer einfach mal voll gehen, so ganz schnell. Ine. Gleich sind wir da. Und da steht eine Kuh. Eine gruselige, einsame Kuh. Bist du Frau Holle? Was ist die Ruin? Das Ruin, das sind Felsen. Ruinen, wo seid ihr? Die sind keine Ruinen. Ach, sag bloß, ihr meint ja den Felsen. Schade, dass ich das Schild nicht irgendwie lesen kann, so absteigen. Ich finde es generell blöd, dass man nicht einfach random absteigen kann, aber dann hätten die natürlich auch, sag ich mal, die Map ein wenig mehr. Okay, waren wir schon, ich weiß nicht, ob wir schon ganz da oben waren, bei dem Wasser. Ich habe aber das Gefühl, dass es die Brücke von dem einen Rennen war. Ich werde da einfach mal... Ah ja, das können wir ja hin. Steinkreis. Ich frag mich, wer die ganzen Steine hier verteilt hat. Und wann? Errungenschaft freigestellt in einen Steinkreis. Aha. Die waren hier doch schon mal.
krieg ich jetzt... Ach so, ich krieg jetzt... Ja. Oh, oh, wow, Moment. Halt, halt! Ostwind! Ostwind! Ostwald! Langsamer. Komm. War bestimmt auch der Herr Kahn, der die ganzen Steine hier gesetzt hat. Okay, wir kriegen jetzt noch extra, extra Errungenschaftsschnee. Über diese ganzen Heißluftballone. Ihr wisst schon, was ich meine. Mehrzahl von Ballon. Ballon. Hm. Der schwebt doch ganz schön tief. Das ist Flugzeug! Flugzeug! Warte auf mich, ich bin schneller als du. Ich glaube, ich schneide das dann mal im Let's Play so, dass ich hier mal lustige Musik unterlege oder so, einfach weil ich das auch mal machen wollte. Lustige Musik, ab jetzt. Und ich springe über ein Auto. Ja, ich würde sagen, dann beende ich mal das Let's Play damit, dass ich hier auf das Auto... Na komm. Ich hab's doch gerade. Ja. Nein, ich will auf das Auto. Ich beende das Let's Play erst, wenn ich auf diesem Auto stehe. Nee, das zählt. Ich stand kurz drauf. Ja gut, falls überhaupt Leute bis zum Ende zugeguckt haben, dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür. Und ich hoffe, dass es ein wenig Spaß gemacht hat. Oder irgendwie irgendwann mal unterhaltsam war zwischendurch. Und ich reite jetzt ins Wasser. Irgendwie. Dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Let's Play, was garantiert nicht kein Pferdespiel sein wird. Und Tüdelü. Tüdelü mit Hirsch. Salat.